Seit 6 Jahren wartet Frankenau auf den Bau des neuen Edeka-Marktes an der alten Badelei. Das Grundstück ist von Edeka gekauft, die Baupläne stehen, die Aufträge sind vergeben, der Bauantrag wurde eingereicht, aber immer wieder kommt es zu Verzögerungen und Behinderungen. Nun haben Anleger den Bau des Marktes verhindert. Es wurde ein neuer Bauantrag eingereicht. Man wartet auf die Stellungnahme des Kreisbauamtes. Und da haben wir uns mit vielen Leuten unterhalten und es wurde auch an uns herangetragen, dass doch irgendwie es jetzt vielleicht mal an der Zeit wäre, dass alle aufstehen, die doch auch gerne dieses Edeka befürworten und gerne haben möchten. Und man darf ja auch gerne mal für was demonstrieren, dass man für was ist und nicht gegen etwas. Genau. Folgt aussehen. Wir machen jetzt hier heute hier oben am Marktplatz die Kundgebung und dann werden wir uns in einem Demozug runter Richtung Badelei begeben und uns da auch einfach nochmal den Ort angucken. Und genau, jetzt werden wir erstmal nochmal ein Wort von unserem Bürgermeister hören, der uns mal auf den aktuellen Sachstand bringt. Weil es ist ja so, dass tatsächlich viele Gerüchte in Frankenau rumgehen und keiner weiß so ganz genau, was ist denn eigentlich gerade der tatsächliche aktuelle Sachstand. Und ich finde, das ist wichtig. Ich glaube, dass wir es alle auch wissen, was ist denn gerade aktuell und was, ne, wie sieht es momentan aus und wo stehen wir gerade und wie wird das zukünftig aussehen. Genau. Deshalb übergebe ich jetzt mal an den Manuel Steiner. Schönen guten Tag in die Runde. Schön, dass so viele Leute da sind. Ich muss noch lauter reden. So ist besser? Also erstmal vielen Dank an alle, die hier sind, weil das ist, glaube ich, ein ganz tolles Zeichen für Frankenau, dass ihr euch alle hier versammelt habt. Vielen Dank. Ich bin gefragt worden, ob ich auch was sage. Natürlich sage ich was, weil ich glaube, die Situation ist einfach sehr emotional bei vielen und viele warten und viele bangen und viele hoffen. Und deswegen glaube ich, ist es ganz gut an der Stelle, dass wir einfach mal miteinander reden und dass ich euch auf den aktuellen Stand bringe, wie es jetzt wirklich ausschaut. Ich glaube, eins ist fraglos. Jeder möchte diesen neuen Edeka-Markt. Und gerade mit der Situation, dass leider der Matthias Ende Oktober zumachen wird und dann Frankenau erstmal sicherlich eine Zeit lang ohne Markt dastehen wird, hat natürlich nochmal viele Leute auch bewegt. Das bewegt uns natürlich auch, das bewegt mich, das bewegt die politischen Gremien und das bewegt sicherlich jeden Einzelnen, der hier steht. Ich glaube, der neue Markt, das ist unbestritten, der ist für uns von enormer Bedeutung, nicht nur für die vielen Menschen hier, die dann hier einkaufen können, die Nahversorgung vor Ort haben, sondern man muss sich auch mal anschauen, er ist für die Stadt wichtig, er ist Wirtschaftsfaktor, Arbeitgeber, er sorgt für Geld, hoffentlich auch in die städtischen Kassen. Ja, er ist aber auch da für unsere Gäste, für unsere Nachbarortschaften, die auch hier nach Frankenau kommen, die hier einkaufen, die hier einkaufen gehen wollen, die zum Arzt gehen, die zum Bäcker gehen, die zum Metzger gehen und dann auch ihren Einkauf hier in Frankenau machen wollen. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir hier vorankommen und ich glaube auch persönlich, wir haben die längste Zeit gewartet, bis es dann hoffentlich auch bald soweit sein wird. Zum aktuellen Sachstand. Ich mache es einfach mal ganz neutral, versuche da auch jegliche Emotionen rauszuhalten. Wir sind mittlerweile im 6. Jahr. Natürlich von Anfang bis Ende, wenn man das so sieht, es sind immer ja auch viele Behörden einfach einzuschalten mit der ganzen Geschichte. Wenn ich jetzt ganz von vorne anfange, es gab eine Regionalplanung, die festgelegt hat, dass der Markt hier in Frankenau gebaut werden darf. Dann geht man auf die Suche nach einem möglichen Betreiber, der ist gefunden worden. Dann wurden verschiedene Grundstücke angeboten. Es wurde Edeka verschiedene Grundstücke angeboten, die aber leider alle nicht in Frage kamen. Und letzten Endes hat dann auch Edeka ein Stück weit gesagt, okay, wenn Grundstück, dann unten an der ehemaligen Badelei. Die städtischen Gremien haben sich damit befasst und haben letzten Endes das beschlossen, dass dort unten gebaut werden soll, haben dementsprechend eine Bauleitplanung gemacht und dann eben Baurecht geschaffen.
natürlich in dem Verfahren, das zieht sich nun mal, es sind Behörden mit einzubeziehen, es sind Anwohner mit einzubeziehen, es sind Institutionen mit einzubeziehen. Jeder kann seine Stellung dazu abgeben. Dann muss das Ganze bewertet werden, neu ausgewertet werden, öffentlich bekannt gemacht werden. Und sowas zieht sich einfach dann auch irgendwann mal in die Länge. Dann war die Bauleitplanung fertig. Die Satzung wurde seitens der städtischen Gremien beschlossen. Und dann hat Edeka das Heft des Handelns in die Hand genommen und hat das Grundstück dort unten gekauft, ja auch mit dem klaren Auftrag, so schnell wie möglich den Markt da unten bauen zu können. Edeka hat ja die Pläne erstellt, die dafür notwendig sind, letzten Endes, und haben einen Bauantrag beim Landkreis gestellt. Der Landkreis ist in dem Falle die zuständige Behörde. Alles, was die städtischen Gremien machen konnten, was die Stadt machen konnte, wurde abgearbeitet. Unter anderem ja auch, wie man da unten sehen kann, das Ausgleichsgewässer, was geschaffen wurde, extra dafür. Was im Übrigen, wenn ich das mal so an der Stelle sagen darf, ein ganz toller Ort werden wird für Frankenau, wenn das mal alles fertig ist. Und ich glaube, wenn dann auch der Edeka-Markt steht, man kann sich da mittags mal ein Brötchen holen oder einen Kaffee und da stehen 2, 3 Bänke, ist das, glaube ich, ein ganz toller Ort, wo man sich später auch mal hinsetzen kann. Wie gesagt, Edeka hat den Bauantrag gestellt, der Landkreis hat eine Baugenehmigung ausgestellt. Gegen diese Baugenehmigung wurde Widerspruch eingelegt und das Gericht hat denen ja auch zugestimmt, diesen Widerspruch, sodass Edeka letzten Endes nacharbeiten musste, was sie inzwischen auch getan haben. Alles, was man betrachten konnte, wurde betrachtet. Edeka hat daraufhin auch die neuen Unterlagen beim Kreis eingereicht. Und das ist auch der aktuelle Stand der Dinge, so wie es momentan ausschaut. Das heißt, der Antrag liegt beim Landkreis und der Landkreis ist jetzt gefordert, die neue Baugenehmigung auszustellen. Das ist tatsächlich der derzeitige Stand. Das heißt. Yeah.
ehrlich hier. Kommt weiter,